Ja, Grüße gehen raus an Frank. Herzlichen Glückwunsch, ja, bist jetzt nochmal 5 Jahre lang, wenn du magst, Präsident Deutschlands. Das beste Deutschland, was wir jemals hatten. Frank der Stein, ja. Ja, ich hab hier keinen Internetempfang. Nee, ich auch nicht. Was? Was, hör auf. Nee, das hier. Lügt doch nicht. Nicht? Hier passiert nicht. Mach mal ran da drüben hier. Ich weiß nicht mal, wer spielt, das ist falsch rum. Nee, da ist richtig rum. Das ist hier der Tischdecke. Wieso nicht, wer spielt? Gesponsert wird es von Roundup Unkrautfrei. Das ist hier schon voll. Geil, Mann. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir haben hier extra total geil geschmückt. Heute 23 Uhr auf Pro7 läuft der Super Bowl. Ich würde euch gerne ein bisschen mehr darüber erzählen, aber ich habe hier kein Internet. Ja, ich auch nicht. Das Fenster aufmachen. Kommt die Schwingung durch. Meinst du? Cincinnati gegen Los Angeles. So, und LA ist Favorit. LA ist Favorit und die anderen Cincinnati ist wohl Underdog. Der Underdog. Da sind wir natürlich für den Underdog, ist ja wohl klar. Ja. LA verliert hier. Luschen. Ein bisschen klein, oder? Meinst du nicht? Das ist Originalgröße. So. Ja. Amateurliga oder Kinderliga? Transliga wird das wohl sein. Sternchen. Hm. Ah, genau. LGBTQ+. Da, wo jeder mitmachen darf. Genau. Hier, der höchste jemals bezahlte Preis für ein Super Bowl-Ticket beträgt etwa $30.000. Alter Schwede. Das ist heftig. Also mit die 30.000 Euro würde ich mir dann doch wohl lieber Gold kaufen. Ja. Das sollen wir jetzt an der Inflation ganz gut laufen. Beim ersten Super Bowl 1967 war ein Ticket für $10 zu haben. Ja. In diesem Jahr liegt der Durchschnittspreis bei $4.875. Ja. Beim Super Bowl 50 kostete eine Tüte Popcorn schon umgerechnet 14 Euro. Ein halber Liter Bier 11 Euro. Boah, ist ja wie hier. Normal ist auf dem. Ja, der Tier Oktoberfest lag 2016 bei 10,70 Euro. Alter! Und was ist da bei dem Bier? 0,33 her, wa? Ey. Na, ein halber Liter steht hier. Ach so, halt. Nein. Aber 11 Euro, ey, alter Schwede. Schöne Moratulpe. Ja. Ja, auf jeden Fall. Grüße in raus an Cincinnati, wa? Mach die Luschen aus der Elf platt. Pfeifen. Der Football. Das Spielgerät ist aus Kuhleder gefertigt. Die Chance einer Kuh als Football im Super Bowl zu enden steht bei 1 zu 17.420.000. Ja, wem es auch immer interessiert. Das ist eindeutig Kuh. Sonst? Ein Footballspiel dauert durchschnittlich 3 Stunden. Die effektive Spielzeit, in der der Ball tatsächlich bewegt wird, beträgt aber nur 11 Minuten. Ich möchte wenigstens noch wissen, wie viel eine Werbung kostet. Beim ersten Super Bowl 1967 kostete ein 30-Sekunden-Werbespot rund $40.000. Im Rekordjahr 2016 lag er schon bei $5 Millionen. Wie? 30 Sekunden. 30 Sekunden. Was, 5 Millionen? Ja, $5 Millionen. Der in der Produktion bislang teuerste Werbespot stammt vom amerikanischen Autohersteller Chrysler. Den Clip mit Rapper Eminem in der Hauptrolle ließ sich Chrysler 2011 satte $12.4 Millionen kosten. Wahnsinn. Gegessen werden an nur einem Tag 120 Millionen Liter Bier, 1,25 Milliarden Chicken Wings, 55 Tonnen Avocados. Schon
4000 Tonnen Popcorn und 13.155 Tonnen Chips. Der Kalorienverbrauch durch Knabbereien liegt damit landesweit bei 27 Milliarden Kalorien. Deswegen sind die alle so schlank. Während der Halbzeit werden in Amerika 680 Millionen Liter Wasser in der Toilette runtergespült. Am Montag nach dem Super Bowl werden in den USA 20% mehr Schmerztabletten verkauft als normal. Die Krankmeldungen steigen an diesem Tag um 6%. Die feiern alle. Die Krankheit hat in den Staaten sogar eine offizielle Bezeichnung. Super Bowlitis. R&B und Country-Sängerin Mickey Guyton. Kenn ich nicht. Hat R&B und Country? Ja, R&B und Country-Sängerin Mickey Guyton. Ist ja doch sehr ähnlich, R&B und Country. Ja, sowas von. Wer kommt zuerst auf die Bühne, kannst du auch tippen. Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar oder Mary J. Blige? Als Favorit gilt Mary J. Blige. Ich wollte gerade sagen, die Dame zuerst. Denke ich auch, ja. Ich breche ja auch an Fun Facts. Ja, denke ich auch. Bis demnächst.